Ich bin Ursula Fröhlich, verheiratet und bin sehr selten daheim. Unsere Kinder sind erwachsen und ich bin sehr gerne draussen und gleichzeitig auch gerne am Internet. Ich arbeite als Religionslehrerin in Appenzell und bin als Springer in Herisau. Und kann jetzt seit Anfangsjahr auch Gottesdienststellvertretungen machen in der evangelisch reformierten Landeskirche. Also was ich vor allem schätze, ist die Freiheit, die ich habe, von Meinungsfreiheit. Eine Meinung zu äußern, ich schätze das sehr in der Schweiz, dass wir das haben und können. Also meine Hoffnung ist in dem Sinne einfach, durch das, dass ich überhaupt etwas schreibe, dass auch so Menschen merken, dass sie sehr extrem sind, dass sie merken, aha, die Sachen kann man auch ganz anders anschauen. Das ist jetzt ein Blickwinkel, wo in dem Sinn, wo ich mir vielleicht noch gar nie Gedanken gemacht habe. Also für mich ist es mehr so ein Gedankenanstoss gegeben. Ich probiere das wirklich ernst zu nehmen, was andere Leute sagen. Und das auch wieder abzuschätzen in meiner Wahrnehmung. Manchmal bin ich erstaunt, dass die Leute sehr verbohrt sein können. Und andererseits auch Menschen, die ich gerne kennenlernen würde, wo ich merke, die haben eine spannende Ansicht. Die würde ich gerne mal treffen. Auf der Internetplattform siehst du das Gesicht nicht. Das vermisse ich manchmal. Ich habe gerne das Gesicht, das Gegenüber.